Und herzlich willkommen zurück zu Unturned. Und wir haben das letzte Mal hier das alles ausgeraubt. Ihr seht, die Zombies sind schon wieder frisch gespawnt. Rein theoretisch könnten wir die alle wieder neu looten, ne? Das machen wir jetzt einfach auch, würde ich gerade mal sagen. Also einfach mal kurz durchmarschieren. Weil dann haben wir nochmal Chance auf Essen. Weil das, also der Loot ist neu gespawnt. So, okay, erledigen wir erstmal den hier wieder. So, und ka-chang. So, die sind zum Glück alle One-Hit direkt. Okay, da ist einer, der ist nicht direkt One-Hit. Weil das einfach ein liegender Zombie ist. Und die liegenden, die sind richtig böse. So, ich hole mir mein Messer. Dann machen wir 3, 2, 1, jetzt. Und 3, 2, 1, jetzt. Und 3, 2, 1, jetzt. Oh! 3, 2, 1, jetzt. Alter! 3, 2, 1, jetzt. Hallo? Alter, das ist das, was ich hasse. Jetzt ist er weg. So, schnell eine Bandage machen. Bandage. Hey, ich hab doch... Fuck, man, Craft. Zack. Bandagen. Hallo? Hä? Sag bloß, ich hab keine Bandagen. Hä? Warte mal. Mein Inventar. Drop, Craft, Break. Genau. Nein, da fehlt was. Fuck, man. Ich verkack's. Alter, das kann ja jetzt wohl nicht deren Ernst sein. Dass ich keine Bandagen habe. Nein, okay, schnell da rein. Wir müssen ganz schnell Bandagen machen. Ganz schnell. Oh oh, irgendwas zum Anziehen. Schneller. Hier, das da. Missing Space, Alter. Halt die Schnauze. Werf mal das hier weg. So, aufnehmen. Zack. Craft. Zack. 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 So, und schnell ins Inventar. Geh. Und wo ist die Bandage jetzt? Hä? Wo sind die Bandagen? Ich habe doch gerade Bandagen gecraftet. Ist das euer Ernst? So, equip und schnell. Wow, 4% und ich hab's geschafft. Holy shit. Alter. Ich hab's noch geschafft. Ist das euer Ernst? Alter. Nur weil ich den liegenden Zombie nicht getroffen habe. Ich raste aus. 9%. Leute, das ist Leben am Limit und direkt wegen so einem Fail. Alter. Okay, gut. Aber wir leben. Das ist das Wichtigste. Und hier sind zum Glück... Kann ich aus dem Am... Alter, ich zitter. Leute, guckt mal an, wie ich zitter. Das ist heftig. So. So, kann ich daraus auch bitte was craften? Kann ich den zerreißen? Nee, leider nicht. Dann werfen wir den Umbrella mal bitte wieder weg. Das nehmen wir mit. So, ist hier... Ja, das da. Okay, nice. Nice, okay. Den haben wir jetzt an. Toll. Ah, das ist jetzt natürlich... Oh, da haben wir was. Okay, alles klar. Schnell wieder hier craften. Zack. Und dann gehen wir hin. Boah, ich bin so am Zittern gerade, gell? So, okay. 14% ist hier irgendwas noch drin. Was zum Anziehen. Okay, wir müssen jetzt vorsichtig vorgehen, auf jeden Fall. Das ist ein Rope. Nee, schade. Okay, ich laufe lieber mit dem Messer rum. Puh, okay. Gut, passiert mal, wenn man mal so ein bisschen den Faden verliert. So, gucken wir. Jetzt ist alles halb so wild, Leute. Hauptsache, wir haben überlebt. So, Chocolate Bar, das da, Tomato. Okay, ist da noch was drin? Nee, nicht so gut. Das da oben, was ist das? Weed, okay. Wir gucken, wir müssen gucken, ob wir noch so Bauernkleidung haben. Das dann nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Den Arrow und hier müsste auch noch einer rumliegen. Genau den da. So, wir rüsten den Bogen mal fix wieder aus. Ist alles wieder Paletti. Oh, wir haben hier noch einen Pfeil. Das ist gut zum Nachladen direkt. Okay, müssen wir in die Scheune reingehen, weil da liegt auch öfters mal Bauernkleidung rum. Boah, ey, Leute, das ist... Oh, nee, da hinten ist... Ah, oh, Mann. So, warte mal. Erstmal Reload. Alter, ich zitter übel. Merkt ihr das? So, und K, 3, 2, 1, pam. Jawohl, der ist weg vom Fenster. Aus diesem Hut hier machen wir direkt wieder was. Direkt wieder Bandagen craften. So, zack und zack und wow. Einfach nur mega heftig, was hier gerade wieder abgeht. Oh, Mann. Equip und anziehen. Yo. Nice, habe ich aufgehört zu zittern. Ich glaube ein bisschen. Kann es sein? Ja, ne, ich zitter immer noch. Okay, Leute. Wir müssen hier rein. Ich glaube, ich nehme da mal die Hintertür am besten. Puh, oh, Alter. Es ist jetzt gerade echt hier Leben am Limit, Leute. Aber hier liegt nur ein Paddel rum. Aber da liegt... Oh, da liegt noch ein Arrow. Da liegt...
Nee, okay, hier ist nichts drin. Das ist gut, dann können wir das nämlich außen vor lassen. Okay. Ich laufe hier außen rum, damit mich die Zombies hier nicht sehen, ne? Oh Gott, da ist auch einer drin. Ich will nur Kleidungsstücke. Ja, den dann nehmen wir auf jeden Fall mit, den Farmer Hat. Ist hier noch was? Sportshot Magazine, okay. Kleidung braucht. Oh, da hinten ist Kleidung. Und eine Hawkhound. Okay, Leute, die ziehen wir. Das ziehen wir nachher an. Das rüsten wir. Ja, geil! Hier ist einfach. Warte, okay. Wir gehen erstmal hin. Gehen auf Craften und zerreißen erstmal hier wieder den Hut. Und machen daraus erstmal das da. So, und benutzen das erstmal. Wo ist es denn hin? Die Bandage. Hier, zack. Equip. Oh Mann. Wir kriegen das Ganze wieder hin, Leute. Und jetzt essen wir auch nebenbei mal was. Nämlich hier einfach mal das da. So. Oh, gibt wenigstens ein bisschen was dazu. Und hier eine Chocolate Bar noch. So. So, genau. Okay, nice. So, okay. Jetzt können wir nämlich daraus auch wieder Bandagen craften. So, zack, zack. Und direkt wieder anziehen, benutzen. Ja, ja, Leute. So schnell kann es gehen hier. Diese Waffe habe ich bereits, aber ich glaube, die hier ist um einiges besser. Warte mal. Wir werfen das da mal weg und ziehen das da mal an. Und equippen das auch mal ganz fix. Einfach mal. Na, da habe ich 2 Schuss noch. 3 Schuss habe ich jetzt. Okay, kann ich das da benutzen? Nee. Okay. Okay, gut, ich habe 3 Schuss. Gut. Nehmen wir jetzt einfach mal mit und wir ziehen weiter, Leute. Hab da jetzt keinen Bock auf noch mehr Stress. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen weiterziehen, Zivilisation finden und ja. Leute, wenn ich mich nicht täusche, ist da hinten direkt das Meer. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Problem. Weil ich habe mir die Map mal angeguckt, also so eine Übersichtskarte. Und wenn wir hier direkt am Rand sind, finden wir nichts. Wir müssen in die Mitte rein. Also so richtig rein in die Mitte. Das heißt, wir bewegen uns wieder erstmal hier die Klippen hoch. Und dann so ein bisschen landeinwärts auf jeden Fall, würde ich sagen. Um vorwärts zu kommen. Boah, am besten wäre es natürlich, wenn wir irgendwo ein Fahrzeug finden, ne? Und eine Straße entlang düsen können. Und dann, ey, Alter, das war gerade hier echt Leben am Limit. Ist es da hinten? Sind es da hinten? Guck mal. Ne, es sind keine. Ich dachte, es wären Bärensträucher. Weil Bären könnten wir auch essen, das würde uns, denke ich, auch mal ein bisschen helfen. Okay. Aber ich sage, wir gehen jetzt einfach mal hier entlang. Hier ist dieser eine Fluss da. Oder ist es ein Fluss oder nur so eine Einmündung? Okay, ist es da hinten ein Staudamm? Ah, ne, ist einfach nur die Brücke. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, springen wir hier ins Wasser. So. Und gehen auf die andere Seite, Leute. Das sieht aus wie eine Höhle. Ich denke mal, da könnten wir mal vorbeigucken. Wo uns das Ganze hinführt. Ich bewege mich jetzt in diese Richtung landeinwärts am besten mal. So. Da ist tatsächlich eine Höhle. Warte mal, ich sollte was trinken. Habe ich denn was zu trinken dabei? Was ist das hier? Bread? Ah, das da. Das nehmen wir jetzt mal und trinken auf jeden Fall was. So, okay. Hat uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Das ist gut, aber wir sollten so schnell wie möglich eben nächste Zivilisation finden. Ist hier unten irgendwas Besonderes drin? Ich laufe hier lieber bewaffnet rum, glaubt mir. So, okay, hier können wir einfach unten durchlaufen. Kommen einfach auf der anderen Seite wieder raus, gut. Okay. Oh, dort hinten ist das eine Brücke. Aber es deutet auf jeden Fall an, dass da eine Straße ist. Vielleicht kommen wir da an einen Hafen oder sonst irgendwo hin. Würde mich mal interessieren, aber ich brauche Kleidung und ich brauche Essen und ich brauche Medizin. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall... Ist das tatsächlich vielleicht ein Hafen dort hinten? Sieht so aus, als ob das hier so ein Container wäre. Also Medizin wäre auch nicht schlecht, weil die Radiation ist schon ziemlich, ja ich sag mal, hoch. Das ist tatsächlich ein Containerschiff hier, an der Seite gestrandet anscheinend. Ich dachte, das sieht aus wie eine Brücke. Okay, hier geht auch eine Straße lang. Aha. Okay, wir kommen hier tatsächlich dann an einen Hafen. Nice. Okay, da müssen wir uns allerdings aber ein bisschen vorsichtig bewegen.
Puh, ich werde, denke ich, erstmal hingehen und wieder den Bogen hier ausrüsten, weil ich eben mit dem Bogen leise bin. Da locke ich nicht alle Zombies direkt an und wir plündern dieses Schiff hier. Puh, nice. Okay. Oh ja, Leute, seht ihr das, wie viele Zombies hier sind? Abartig viele. Ich bin dafür, dass wir zuerst das Gebäude looten, bevor wir da hinten mal lang gehen. Es ist auch wieder ein brennender Zombie da hinten. Okay, wir looten das Gebäude und dann den Rest. Ist das eine Bohrinsel? Alter, nicer Spot hier. So, okay, wir killen erstmal den da. So, 3, 2, 1, jetzt. Der ist weg vom Fenster, das ist gut. Nachladen. Und nachladen. Und nachladen. Und so, okay. Gut. Zum Glück haben wir hier jetzt mehrere Pfeile. Ups. Mit F sammle ich die ein. So. Zack. Und zack. Das heißt, der Zombie ist schon mal aus dem Weg, würde ich mal sagen. Sind das Clothes? Jawohl, die nehmen wir mit. Daraus craften wir uns doch direkt mal einfach hier nochmal Bandagen. Schadet auf keinen Fall. So, wo sind die denn? Die Bandagen. So, zack. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen an das Bild gewöhnen von denen. Also, damit ich die gleich finde. So, was ist das hier? Ein Flashlight brauchen wir nicht. Ich gehe doch lieber erst durch dieses Fenster. So. Okay. Vorsichtig einfach sein. Was ist das da? Apple Juice. Ah, Lettuce. Das können wir gleich mal essen, Lettuce. Das hier. So. Das gibt nämlich auch noch Trinken mit. So, das ist gut. War aber ein bisschen verseucht. Das ist schade. Nails, Metal Scrap. Wir nehmen das da. Was werfen wir weg? Warte mal, wir ordnen das einfach ein bisschen anders an. Und dann ist hier auch Platz für... Hallo? Zack, zack. Genau. So und so. Dann können wir hier auch craften wieder. Und zack. Neue Bandagen machen. Ich bandagiere mich. Nein, nicht. Hä, was habe ich jetzt? Equip. Ah, okay, so. Gut. So kriege ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen nach oben. Hier ist ja noch ein zweiter Stock. Wir gehen auch nach oben. Dann gehen wir hier vorne in die Räume rein. Weil ich Angst habe, da so ein paar Zombies zu begegnen. Okay. Ist hier was Wichtiges? Kann man hier das öffnen? Hier haben wir zumindest einen kleinen Überblick über den ganzen Hafen hier. Okay, wie schaut's hier aus? Kleidung? Für mehr Bandagen? Nee, da müssen wir die Zombies wohl oder übel wahrscheinlich hier einfach nur töten. Dann haben wir hier, ja okay, das sind die Büroräume des, der Hafengesellschaft oder wie man das auch immer betiteln mag. Wir begeben uns aber auf diesen Weg hier rum. Der Bogen ist geladen und wir kümmern uns da jetzt so ein bisschen drum. Okay, da vorne ist direkt einer. Und den erledigen wir. Komm. Tschüss. So, nachladen. Gut aufpassen. Da ist eine Nailgun, by the way. Okay, der da. Die sind mir am gefährlichsten. Zack. Nachladen. Direkt wieder auflesen. Zack. Nachladen. Wir begeben uns jetzt nach und nach hier entlang. Erledigen die Zombies. Und jetzt dann den Feuerzombie hier. So. Und da liegt noch ein Pfeil rum. Ich weiß. Nachladen. Und zack. Oh oh. Nachladen. Zack. Wow. Okay. Das ist echt gut, dass wir die aus der Ferne erledigen hier. So. Hier ist noch ein Pfeil. Mitnehmen auf jeden Fall. Mitnehmen was. Oh, hier. Den meinte ich. Aufnehmen. So, Nailgun. Ja, wenn ich die ausrüste. Ja, okay, gut. Ist die laut? Das frage ich mich. Haha, das weiß ich nämlich nicht. Ob die laut ist. Okay, dann gehen wir mal in die beiden Gebäude hier rein. Essen wäre wichtig. Wenn wir irgendeinen Container mit Nahrungsmitteln finden würden, dem wäre ich schon sehr dankbar, auf jeden Fall. So, hallo. Okay, Rope. Ne, brauche ich jetzt erstmal nicht. Muss mir erst wirklich einen Überblick und in der Nähe von irgendeinem Dorf kann ich mir ja dann, was ist das hier? Metal Bar.
Ich kann mir in der Nähe von einem Dorf dann ein Lager aufbauen, wenn ich dann auch eine Axt habe oder so. Weil, nur mit einer Axt kann ich dann Häuser bauen. So. Und ich würde sagen, Leute, das war es dann auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran. Lasst einen Daumen nach oben da. Was ist das? Tape. Und dann würde ich sagen... Wow, wow, fuck, fuck. Wow. Ich bin... Schockmoment. Leute, okay. Das war's mit der Folge. Haut rein. Bis dann. Alter, der hat sich hier anscheinend dann versteckt. Bis dann und tschüss.